Es ist wieder Zeit für Nexo Knights. Und diesmal muss ich etwas mehr zum Heft sagen als sonst. Inhaltlich ist das Heft natürlich das Übliche, was wir kennen: Comics, Rätsel, Werbung und so weiter. Und Moment. Ah, keine Vorschau auf das Poster. Okay. Dann muss ich doch mal eben aufmachen. Hier mein Poster mit, ja, so einem Monster und Murloc. Und auf der Rückseite sind Nexokräfte, jede Menge Nexokräfte. Im letzten Heft gab es die auch schon. Da gab es die ersten. Ah, mal überlegen, wie viele waren es denn? Sorry. Diesmal sind es 73. Und das letzte Mal waren es. Ja, 78. Und als sie das begonnen haben, habe ich schon geahnt, das sieht nach einem Finale aus. Und in der Tat, das finale Gefecht, Teil 1 von 2. Denn es wird schon länger vermutet, dass Nexo Knights in absehbarer Zeit endet. Und nun scheint es soweit zu sein. Alles, auch in der Vorschau fürs nächste Heft, sieht so aus, als wäre das nächste Heft das letzte Heft. Das ist also die vorletzte Nexo Knights. Das ist ein wenig schade, weil das Heft tatsächlich noch erfolgreich zu sein scheint. Der Verlag hat nicht ohne Grund zwei Hefte, die normale Nexo Knights, und dann gibt es noch mal ein Heft, wo nur die Comics drin sind. Aber Lego scheint das Nexo Knights-Thema zu beenden. Scheint nicht mehr so zu laufen, und damit endet dann langsam auch das Heft. Wie gesagt, wir haben jetzt noch die vorletzte Ausgabe. Und dabei ist Macy mit ihrer Donnerkeule. Und die schauen wir uns gleich an. Vorher noch das hier. Wir haben wieder eine Star Wars-Karte. Die, was ist sie? Die mächtige Captain Phasma. Oder auch, wie ich sie nenne, der sinnlose silberne Stormtrooper. Ja, ich bin kein Fan der Figur, aber okay. Und dann kommen wir zu Macy, unserem Lego-Teil. Hier ist sie. Schöne Bedruckung vorne, Beine, Hüfte, Füße, nichts an der Seite und hinten der Rücken hier auch passend. Sie hat diese komische Taille, die weibliche Lego-Figuren oft haben. Ich habe keine Ahnung, warum die damit angefangen haben, aber okay. Sie hat zwei Gesichter. Dieses hier, dieses, ja, so eine Art Lächeln mit einer fiesen Zahnlücke. Und auf der Rückseite, da hat sie wohl ein paar draufgekriegt, hat sie hier so, ja, verletzt geschlagen, Dinger, und hat miese Laune. Beides nicht unbedingt meine Gesichtsausdrücke, die ich hier geben würde. Oh, okay, das sind die zwei Gesichtsausdrücke. Sie hat dazu dieses lange Haarteil, was ich sehr schön finde, in diesem Rot. So lange Haare haben wir jetzt sonst nicht. So, und dann habe ich ihre Keule. Und ihre Keule habe ich noch nicht ganz zusammengebaut, weil ich finde, die Anleitung sagt nicht wirklich genau, was man machen soll. Denn dieses Ding hier hat an einer Seite Verdickung, an der anderen nicht. Und aus der Anleitung geht nicht sehr eindeutig hervor, wie rum das Ding reinkommt. Es kommt tatsächlich mit der Verdickung zuerst hier rein. Wupp. Dann kommt der Orange, das geht wieder normal aus der Anleitung hervor, so dass die Keule komplett ist. Dann hier dieses Teil. Und am Ende der Griff. Und dann haben wir Macys Keule. Oder auf Englisch halt Mace, deswegen heißt Macy Macy. Und natürlich ist die absolut über normal groß. Aber das ist ja auch der Punkt bei dem Ding. Sie kann es halt als drittes Bein benutzen, damit sie trotz des Gewichts der Keule auch gut stehen kann. Und dann haben wir hier Macy mit ihrer golden und transparent-orangen Keule. Viel Gold an der Figur. Viel Rot. Besondere Teile nicht unbedingt, aber trotzdem nochmal eine schöne Figur von Macy, mal ohne Helm, dass wir stattdessen so einen Haarteil hier haben. Ein schönes rotes Langhaar. Nicht viel dran, aber gefällt mir. Und dann kommen wir nämlich zur
finalen Vorschau für Nexo Knights. Am 4. Dezember kommt dann das letzte Heft. So wird es aussehen. Der hier wird bei sein, also nochmal ein Bösewicht zum Abschluss. Die restlichen Nexo-Kräfte, ein paar Star Wars-Sammelkarten. Und dann wird es am 4. Dezember das wahrscheinlich gewesen sein mit der Nexo Knights. Ansonsten geht es weiter, ich muss gerade mal schauen, am 30. Oktober Lego-mäßig mit Ninjago.